Was geht ab, Freunde? Willkommen zu unserem Livestream. Heute verkaufen wir Manga. Was geht ab, meine lieben YouTube-Zuschauer? Alle, die gerade den Stream nochmal im Nachhinein gucken, lasst gerne ein Abo und ein Like auf diesen Stream da. Und wir warten jetzt auf meine Zuschauer, die jetzt hier langsam reintrudeln. Da ist auch schon der Erste. Servus, was geht? Alles fit zwischen dem Schritt, würde ich mal dazu sagen an der Stelle. Ich muss auch einmal ganz kurz mich darum kümmern, den Livestream-Link einmal bitte in meinen Discord rein. Da höre ich mich selber. Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Tag, moin, Freunde, wie geht es? Hello, Otaku Goat. Da sehen wir uns doch alle wieder in alter Frische zusammen. Das freut mich doch, dass wir uns hier wieder gefunden haben. So, einmal Announcement, den Link. Wir sind live. Ist das der richtige Link? Das ist nicht der richtige Link. Holy shit. Oha, so viele Leute. Victor, was geht? Was machst du so? Ich bin gerade ein bisschen am Livestream. Was geht ab? Tore, moin, Jungs. Moin, hi. Verkaufst du deine eigenen? Ich verkaufe gleich meine Manga-Freunde. Was geht ab? Was geht ab, Lennart? Was geht ab? Wollte duschen, du gehst live. Tut mir leid an der Stelle. Freunde, ich muss mir ganz kurz einen Link raussuchen zu meinem Livestream gerade. Hast du schon ein paar verkauft bekommen? Ein paar habe ich verkauft bekommen. Ich habe auch schon, also aber noch nicht viele, muss ich dazu sagen. Also es sind wirklich noch nicht viele. Aber ein, zwei sind auf jeden Fall schon losgegangen. Auch RNABI, du bist ein Süßer. So, add everyone, damit auch jeder an meinem Discord-Server genervt wird von mir. So, Freunde, jetzt bin ich bei euch. Okay, nice. Ja, ist auf jeden Fall geil. Warum verkaufst du? Ich verkaufe meine Manga, nicht alle, Freunde. Okay, ich verkaufe nicht alle Manga, hör zu. Ich verkaufe nicht alle Manga, aber ich will ein paar... Hört ihr mich überhaupt gut? Hört ihr mich gut? Oder ist so besser? Soll ich so machen? Hört ihr mich jetzt besser, Freunde? Voll auf Fall weg, Alter. Kommt mal ein bisschen näher, Freunde. Nicht so schüchtern. So. Ist das so gut, Jungs? So ist besser, ne? Also. Machen wir ein bisschen so. Zack, 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 zack. So, was geht? Also. Ich verkaufe nicht alle meine Manga. Ich verkaufe nur Manga rein, die ich nicht mehr sammeln will. Wisst ihr? Also Manga rein, wo ich mir denke, ey, ich brauche die gerade aktuell nicht. Und ich brauche ein bisschen Geld. Ich will Geld, ihr wisst, PC finanziert sich nicht von alleine. Und das Geld will ich dann quasi in meinen PC reinstecken. Ist das Mic-Keyboard angeschlossen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du mir da gerade stellst. Wo ich mir einfach hoffe, ja. Wenn nicht, hört ihr mich so besser? Oder macht das keinen Unterschied? Ihr müsst mir mal sagen, ob das einen Unterschied macht. Wenn das nicht angeschlossen ist, dann hat man das gehört, das Pusten. Okay, so viele Nachrichten schon wieder. Also, ich verkaufe meine Manga, ich verkaufe aber nicht alle meine Manga. Ich verkaufe rein, die ich nicht mehr sammle, damit ich das Geld in meinen PC investieren kann, damit ich besseren Content für euch produzieren kann. Es macht keinen Unterschied, dann kann das Mic hier auch wieder weg. Damit ich besseren Content für euch produzieren kann, damit wir im Umkehrschluss diesen Content quasi genießen können zusammen. Da haben wir bessere Livestreams, da können wir mit Video filmen, da können wir mit Gaming, da können wir Videos angucken und reagieren und zusammen Anime-Folgen gucken, also mega geil. Dafür brauche ich Geld, dafür verkaufe ich meine Manga. Ich verkaufe nicht alle meine Manga, aber ich glaube, es war ein bisschen Clickbait. Warum sind 30 Leute drin? Was geht ab, Freunde? Lasst gerne ein Like auf diesen Livestream da, push diesen Livestream, push den Algorithmus. Ich bin mega hyperaktiv gerade, es tut mir vollkommen leid, es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Leon ist oben, wenn ihr wollt, könnt ihr auf Discord at Snarkoi spammen, vielleicht kommt er dann auch nochmal runter. Und ich habe heute Vagabond bestellt, sehr, sehr geil. Moin, moin, meine aktiven Freunde, was geht ab? Es macht keinen Unterschied, okay, das haben wir schon. Und genau, und für neue Manga will ich mein Geld auch ausgeben. Ich möchte mir Vinland Saga kaufen, endlich mal aktuell, es wird langsam mal Zeit. Und ich möchte mit euch quasi diese verkauften Manga, die ich verkaufe, einmal hier, ich will die in die Kamera zeigen. Und falls jemand von euch Interesse hat an einem dieser Manga, könnt ihr mir gerne schreiben. Dann können wir einen Deal ausmachen. Die können mir schreiben auf Discord, falls ihr noch nicht im Discord-Server seid, schreibt gerne mal kurz in den Chat, dann würde ich euch einen Link reinschicken. Und wenn nicht, dann könnt ihr mir auf Instagram schreiben, dann heiße ich Mr. Grabs. So, das haben wir. Ich kann jetzt wieder entspannt reden. Was geht ab, Sticky? Grüezi. Ein sehr guter YouTuber. Die Videos sind sehr unterhaltsam. Dankeschön. Freut mich wirklich sehr. Wir haben 33 Zuschauer. Wir haben einen neuen Zuschauerrekord, Freunde. Wir haben einen neuen Zuschauerrekord. W in den Chat, W in den Chat, W in den Chat. Was geht ab, Actix? Alles fit. So, Friends. Haben wir es soweit verstanden? Haben wir es soweit verstanden? Da ist das W. Das ist das neue W. Was geht ab, Lexel? Alles Fritt? Alles Fritt, sage ich schon. W. Ja, Jungs,
W klingt halt komisch. Okay. Oh, Jungs, ja, ihr seid alle hyped, ihr habt Bock. Ich habe auch Bock. Okay. 35 Zuschauer. Jungs, was geht ab? Gerne ein Like auf den Livestream da lassen. Dann haben wir 35 Likes. Das ist mega cool. Puh, ich bin ein bisschen aus der Puste. Was geht ab? Danke, alles fit. Alles fit. Stickig mit den 1000 W's. Mit den 1000 W's. Jungs, einmal kurz ein Bild machen für den Flex. Da sind ganz viele W's und ganz viele. Und ja. So, welchen PC willst du holen? Ich weiß noch nicht, was für einen PC ich mir holen will. Den stellt ehrlich gesagt ein Kollege von mir zusammen. Aber es wird ein nicht allzu günstiger PC, kann man dazu sagen. Also so ein Standard-PC, würde ich sagen. Verkaufst du alle deine Manga? Nein, mache ich nicht. Ich sagte, das war ein bisschen Clickbait, glaube ich. Ich verkaufe nicht alle meine Manga. Sticky, Bruder, alles gut, muss nicht mehr spammen. Immer, der Kollege. Nee, nochmal ein anderer, den kennt man nicht. Der ist extern, sage ich mal. Wie kann man die Manga kaufen? Dazu komme ich doch gleich. Ich bin wenigstens ins Gym gegangen. Weiß ich nicht, ich muss ihn selber fragen. Also, ach immer, sogar im Chat, das geht. Machst du Sport in deiner Freizeit oder so? Ich gehe ins Gym, heute nicht, deswegen habe ich gerade den Livestream angemacht. Normalerweise soll ich eigentlich ins Gym gehen. Ja, und ich gehe Wochenende Fußball spielen. Okay, wir machen das so, Freunde. Ich werde den Manga in die Kamera zeigen. Falls wirklich jemand von euch Interesse an diesem Manga hat, schreibt mir bitte, wenn ihr wollt, in den Chat. Wenn ihr nicht wollt, schreibt mir gerne auf Discord. Wenn ihr nicht auf Discord wollt, schreibt mir auf Instagram. So, irgendwie könnt ihr mich ja kontaktieren. Ich gehe in keine Klasse, ich mache eine Ausbildung seit einem Jahr. Ich bin 21 fast. Ich mache keine Schule mehr. So, das haben wir. Also, ich werde die Kamera zeigen, ich werde den Manga reinzeigen und ihr könnt sagen, wollt ihr den haben oder nicht. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne W schreiben im Sinne von, ey, das ist ein cooler Manga. Aber wenn ihr den wirklich kaufen wollt, kommt privat nochmal auf mich zu und schreibt mir dann dazu, okay? So, das machen wir. Okay, Freunde, ich hole mal die ganzen Manga, die liegen da unten auf dem Boden, deswegen bin ich immer für so eine Sekunde weg, aber dann komme ich wieder. Wir holen den ersten Manga. Ich glaube, diesen Manga wird keiner von euch haben wollen. Aber eventuell herrscht ja ein kleines Interesse an diesem Manga. Okay, der erste Manga, Jungs, ist Fruits Basket. Hat jemand Interesse an diesem Manga? Ich weiß es nicht. Ich nämlich nicht. Ich habe den gelesen, aber es ist halt nicht meins. Es ist ein L für mich. Hat jemand Interesse? Ich glaube nicht. Ich zeige den trotzdem mal in die Kamera. Falls jemand diesen Livestream im Nachhinein anguckt, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Das ist der erste Manga. Aber ich glaube, da wird keiner Interesse dran haben. So, einer hat geschrieben, ich soll Jujutsu Kaisen verkaufen. Warum? Willst du den haben? Willst du den haben, dann verkaufe ich ihn dir. Boah, ich rede viel zu schnell und viel zu viel, Alter. Da kriege ich wieder Halsschmerzen. Okay. Ich nehme Yu-Gi-Oh! Okay, da haben wir den ersten. Da haben wir den ersten, der was haben möchte. Das ist schon mal ein guter Deal. Aber Yu-Gi-Oh! Will ich gar nicht verkaufen, Bro. Komm runter, Jonas. Jonas, komm runter in den Keller. Also der zweite Manga. Ich weiß nicht, ob ihr daran Interesse habt. Ich kann euch den auch gerne ein bisschen schmackhafter reden. Hier geht es um zwei Leute, die Synchronsprecher werden wollen. Das ist so ein kleiner Slice of Life Manga. Ich persönlich finde den cool. Es geht um Voice Rush. Ich fand den eigentlich ganz cool, ich würde den prinzipiell weitersammeln, aber ich dachte mir, ich werde den lieber los, um mir andere Reihen zu kaufen, um meinen PC zu finanzieren. Hat jemand Interesse an Voice Rush? Ist ein sehr cooler Manga, muss ich sagen. Ich kann euch, ah, stimmt, ich kann euch auch ein bisschen was dazu sagen, hast du recht? Hast du natürlich recht, das macht mich viel schlauer. Voice Rush, ich kann euch mal die, also wie gesagt, es geht quasi hier drum um Synchronsprecher, beziehungsweise der Bree, glaube ich, will Synchronsprecher werden und der hier nicht, aber der wurde automatisch Synchronsprecher, weil er es einfach drauf hat. So sieht es quasi aus. Also ganz grob. Es sind jetzt viele Seiten mit viel Text, aber ich finde die Story eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Moin Ole, was geht ab? Moin Sascha, was geht ab? Big King, WWL, aber bin broke. Wurde der Manga nicht gecancelt? Das weiß ich nicht, Bro. Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall zwei Bände und ich bin ein OG mit diesen zwei Bänden. Wenn jemand will, kann die gerne abkaufen. Okay. Das machen wir weiter. Ich hole mal gleich ein paar mehr Manga. Yo, Abili, was geht? Wurde der Manga nicht? Achso, das hast du schon gelesen. Welcher Manga habe ich verpasst? Fruits Basket und Voice Rush. Also, Freunde, wir haben jetzt hier einen Manga-Einzelband. Also, es ist kein Einzelband. Ich habe nur Band 1. Wir haben 40 Zuschauer. Das ist ein neuer Zuschauerrekord. Schreibt gerne W in den Chat. Einmal kurz, um das zu celebraten. Und lasst gerne ein Like auf diesen Livestream da. Ich schreibe auch ein W dafür rein, weil 40 Zuschauer ist schon crazy stuff. Mein Thumbnail hat gut geclickbaitet, Freunde. Aber es ist kein Clickbait, ich verkaufe hier wirklich Manga.
Jungs, das sind die W's, das sind die W's. Geil, geil, geil. Ich kann mal auch gleich zeitgleich, wenn ihr Bock habt, an die Leute, die noch nicht auf meinem Discord-Server sind, die jetzt gerade im Livestream sind, ihr könnt sehr gerne reinkommen. Ich mache euch mal ganz kurz einen Link. Und den könnt ihr dann usen und einfach kurz reinkommen. Falls ihr Bock drauf habt, falls nicht, dann ist es auch vollkommen cool für mich. Aber wir machen weiter, Freunde. Es geht um Dead Company. Da habe ich ein Band von. Da möchte ich den ersten Band haben. Hier geht es quasi darum, ich kann ja nicht ganz genau sagen, worum es geht. Es geht um ein Unternehmen, das quasi irgendwie, ich weiß es nicht, es geht um Killer auf jeden Fall. Und Leute töten sich gegenseitig so ein bisschen. Und falls hier jemand ein bisschen mehr Ahnung hat, worum es hier geht, kann er das gerne reinschreiben. Das sind so ein paar Seiten. Was geht ab, Niklas? Ich fand ihn ganz cool, möchte ihn aber nicht weiterlesen, weil ich habe Doubt und Doubt ist quasi fast das Gleiche, kann man dazu sagen. Also, ja, deswegen habe ich den jetzt einfach mal nicht weitergelammelt. Ja, der ist ähnlich wie Doubt, genau. Aber Doubt habe ich quasi die Gesamtauflage und hier halt nicht und deswegen lohnt es sich für mich, beide zu kaufen. Hast du nur ersten Band Boys Abyss? Ja, ich habe nur den ersten Band von Boys Abyss. Das ist das. Dann haben wir hier einen Manga. Hier sind noch viele Manga, die ich damals in so Mystery Boxen bekommen habe, die ich nicht brauche. Vielleicht will jemand von euch haben. Model, Band 1. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe den nie gelesen. Wir können gerne ein bisschen durchblättern. Sieht ein bisschen aus wie... Sieht eigentlich ganz cool aus. Keine Ahnung, worum es geht. Aber es sieht ganz cool aus. Vielleicht hat da jemand Interesse. Model ist auf jeden Fall auch ein Manga, den ich verkaufen will. Freunde, gerne ein Like auf diesem Livestream da lassen. Nee. Need for Speed Rivals. Achso. Dann haben wir einen Manga, den ich überlege, tatsächlich nicht zu verkaufen. Falls ihn aber jemand haben will, kann er das sehr gerne reinschreiben. Und zwar ist es Valkinder. Das ist ein Manga, den ich, vielleicht verschenke ich den auch, mal gucken. Das ist ein Manga, den ich persönlich sehr, sehr, sehr cool finde. Also ich finde den richtig geil. Die Zeichnungen sind wirklich brachial. Lass mich mal hier, guckt euch das mal an. Geisteskranke Zeichnungen. Wirklich geil. Also hier ist eigentlich auch eine coole Story. Hier. Das ist eigentlich eine coole Story. Vielleicht behalte ich den auch. Ich glaube, ich behalte den sogar. Außer jemand will den wirklich haben. Ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Kann ich sehr empfehlen. Es geht um... Ich kann euch das mal vorlesen. Eine Welt aus Sand. Die Bewohner des Schlammwaldes, einer riesigen Schiffsinsel, die über ein endloses, weiteres Sandmeer treibt. Auf jeden Fall gibt es so, ja, sind so Charakter, die haben so spezielle Fähigkeiten und die kämpfen gegen andere Charakter, bin ich der Meinung. Und die sind quasi so eine riesige Sandwüste und die leben auf so einem Schlammlandstück und da überleben die quasi so ein bisschen. Ich hole den nächsten Manga. So, Freunde. Wird Zuschauer geisteskrank, ne, wenn man 37. Ja, ein bisschen hin und her, ne? Okay. Hab gerade eine Runde Fortnite gewonnen. WW. Also. Der nächste Manga ist Band 1 von Prison School. Habe ich nicht gelesen. Sollte ich aber mal lesen, muss ich mal sagen. So, jetzt bin ich aktiv im Stream. Sehr, sehr geil. Soll ganz cool sein, muss ich sagen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe sehr, sehr viele coole Sachen dazu gehört. Den Band 1 habe ich, falls den jemand haben möchte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Prison School W. Ja, das habe ich auch gehört, aber ich weiß nicht, ob ich den weitersammeln will. Big W sagt, ich soll den behalten. Ihr könnt mir auch sagen, wenn ich den behalten soll. So ist nicht. Also ich kann den auch gerne behalten. wenn er so cool ist. Außer jemand will die von euch haben. Dann sagt bitte, bitte gerne Bescheid. Hier sind aber Sachen, die ich euch gerade nicht zeigen darf. Ich zeige die euch nicht. Ich lese den erstmal durch einmal. Ja, behalte ihn lieber. Also schon W sagt hier, okay, dann behalten wir den erstmal. Dann ein Manga, den habe ich gelesen, der hat sehr coole Zeichnungen und eine sehr interessante Story. Innocent. Den habe ich damals gekauft, weil ein Zuschauer mit denen empfohlen hat. Habe den aber nie weitergesammelt. Und ja, hier geht es so ein bisschen um so altertümliche Sachen, aber mit sehr coolen Zeichnungen. Holy shit, guck dir das an. Das ist schon sehr, sehr cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Also das ist bald out of print. Den soll ich behalten? Innocent behalten?
Innocent behalten, Fragezeichen. Ist der bald out of print oder prison school? Muss ich mir jetzt einmal sagen. Da bin ich gerade selber, keine Ahnung. Weil, dann behalte ich die. So ist nicht. Behalten? Okay, dann behalten wir die. Ich dachte, ich kann euch jetzt zeigen, wie ich hier so ein bisschen die Manga wieder reinräume. Okay, nice. Ist von der kleine Mangaka. Ich glaube, beides sogar. Manga wertvoller als Gold. Welcher jetzt? Welcher habe ich hier Geld oder was in der Hand? Welcher von den beiden? Bald beide. Ja, okay, dann bald ich beide. Ja, gut, dann bald ich beide, Freunde. Dann haben wir das auch geklärt. Dann packe ich die zurück in mein Regal. Gut, dann hat es das auch erledigt. Innocent ist geil. Okay, gut. Wie findest du Death Note von 1 bis 10? Anime fand ich schon eine glatte 9, würde ich sagen. Hab kein Geld mehr für neue Dragon Ball Mangas. Ich brauche neue. Also beide haben bald Power of Print Bände. Ah, okay. Gut, dann behalte ich die. Man weiß ja nie, vielleicht kosten die bald ein bisschen was, ne? So, dann haben wir hier Band 1 von Alpi. Alpi, da geht es um so ein bisschen Zauberei, Geister, Magiewesen, ohne Geister, sorry. Ist eine sehr coole Geschichte eigentlich. Wollte ich aber nie weiterlesen. Können wir ein bisschen reingucken. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also, habe so ein krasses Schnäppchen gemacht bei eBay. Ja, ich gucke da gleich mal rein, Bro. Ist eigentlich ein cooles Ding. Also, ich, wenn jemand will, gerne Bescheid sagen. Brecht mein Geschenk zu verkaufen, Spaß juckt mich nicht. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Wieso nicht weitergelesen? Wurde es gescammt? Wer wurde gescammt? Nee, ich habe Monster noch nicht verkauft und ich werde Monster auch nicht verkaufen. So, hier darüber haben viele Leute gefragt, ob ich die noch verkaufe. Boys Abyss, Band 1. Hat jemand daran Interesse? Sehr, sehr cooles Ding. Ich wurde mit Alpi gescammt. Chill. Sehr, sehr cooles Ding. Ja, coole Story. Es geht ein bisschen so um, weiß ich gar nicht, ums Leben. So kann man dazu sagen. Und es ist eine sehr interessante Story, aber es sind auch sehr, sehr coole Zeichnungen dabei. Ui, 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 ui. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Holy shit. Wie viel inklusive Versand? Für den Brie? Also, guck mal. Der Neupreis war 7 Euro. Ich habe den ganz gut verhalten. 5 Euro plus Versand. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, was willst du dafür? Was willst du für einen Versand? Willst du versicherten? Hätte eventuell Interesse. Oh, da haben wir zwei gleich gefunden. Jungs, wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Wer gibt jetzt zuerst die Dono rein? Nein, Spaß. Ja, Versand kann halt alles variieren, was du halt haben willst. Willst du versichert, nicht versichert? Willst du Warenpost? Willst du Bücher, Warenpost? Aber dann, ich würde ungefähr sagen, 7, 8 Euro vielleicht. Für alles zusammen. Obwohl, macht keinen Sinn, ne? Ey, ich bin voll schlecht in Preisen. Schreib mir bitte privat, auf Discord, wo auch immer, und dann machen wir das nochmal individuell. Mir geht es dann erstmal nur darum, ich will die verkaufen. Mit Preisen müssen wir dann nochmal darüber reden. Ich bin echt nicht gut darin. Aber guck mal, ja, kriegen wir hin. Machen wir. Wenn du willst, können wir ja auch so machen. Oh, by the way, sehr, sehr cooles Bild dazu, muss man dazu sagen. Ich schau mal vielleicht. Ja, schreib mir einfach ran. Kriegen auf jeden Fall was geregelt. Versicher, was an, kostet ungefähr 5 Euro. Ja, das weiß ich. Deswegen 12 Euro plus 5 Euro Versand. Wo kriegst du diese Zahlen her, Bruder? Warum 12 Euro? Morgen Englischarbeit. Ja, ich habe auch morgen eine Arbeit. Heute GW-Test gehabt, morgen bekomme ich Deutsch, Schularbeit. Oh my days. Ich schreibe dir später bei Instagram. Mach das, Bro. Gut, dann haben wir das auch weg. Dann machen wir weiter. Ich lege die dann erstmal beiseite, weil hier gab es Interesse. Die legen wir auf einen anderen Stapel. So, Freunde, hier haben wir was, was ich sehr, sehr cool finde, den Manga. Wir haben drei Bände von Orient. Möchte ich nicht weitersammeln, ich möchte Magi lieber weitersammeln. Aber sehr, sehr coole Bände. Und ich glaube, davon habt ihr schon gehört, oder? Ich muss euch dazu viel sagen, wollt ihr dazu noch Infos haben? Ich kann euch mal gerne eine Seite zeigen. Also sehr, 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 sehr coole Zeichnungen. Also schon sehr, sehr cool. Ja, es ist schon wirklich sehr zu empfehlen. Warum verkaufst du deine Manga? Ich verkaufe nicht alle meine Manga, okay? Ich verkaufe nur die Manga, die ich nicht will, damit ich meinen PC finanzieren kann für coolere YouTube-Videos und Livestreams.
So, da haben wir ein paar Nachrichten bekommen. Weil du den Manga in der Hand hattest, kostet er locker 100 Euro mehr, also mach 105 Euro. Ich habe meinen Freund in der U-Bahn und da war seine Art Hausmeister und da war so ein Zehnklässler und hat ihm Müll auf vor die Füße geworfen, dass er dann aufräumen muss. Mega uncool. Hä? Hol dir den Climber Manga, ist voll stark und dann krass Zeichnungen. Also wie gesagt, Orient Band 1 bis Band 3. Sag gerne Bescheid, Freunde, sag gerne Bescheid, wer Interesse hat. Wie gesagt, schreibt mir gerne überall, wo ihr wollt. Und das ist ein Banger, dass hier jetzt keiner interessiert, das hat mich jetzt, also das finde ich schon krass, das finde ich schon krass, wirklich. So. Ist der gut? Ey, ich finde ihn gut, ohne Spaß. Warum schreibt er nie? Er schreibt nie, hä? Also, Freunde, wir machen weiter. Wir haben jetzt einen Manga, davon habe ich 5 Bände. Den wird wahrscheinlich niemand von euch ansprechen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir hier unter uns ein paar Zuschauer haben, die das vielleicht doch cool finden. Der Anime ist nice, da muss der Manga auch nice sein. Der Manga ist wirklich gut, also ich meine es wirklich ernst. Ronaldo oder Messi, Messi, Bro. Also wir haben hier Band 1 bis Band 5 von ich habe 300 Jahre lang Slime getötet und habe das höchste Level erreicht. Ey, ist so ein cooles Ding, ist ganz süß zum Abschalten, kann man sich den auf jeden Fall gönnen. Ist ganz lustig gemacht. Ist ein cooles Ding eigentlich. Also es geht quasi um die hier. Die tötet so aus Versehen die ganze Zeit Slimes. Oder dann hat sie so das höchste Level erreicht. Schmutz. Mit. Ja, ey, Bruder, ist ja auch mit, ne? Aber der ein oder andere wird das vielleicht cool finden. Und ich fand es eigentlich auch nicht so schlecht. Verkaufst du die an uns? Ich verkaufe die an euch, ich verkaufe die an alle, jeder, der das will. Da wäre ich eventuell interessiert. Siehst du, da haben wir schon mal jemanden. Süßer Manga. Ich finde auch Hassan, das ist ein sehr süßer Manga, ohne Spaß. Überleg dir zu nehmen, habe Anime gemocht. Der ist auch süß. Also ich kann dir mal ein paar Seiten zeigen. Also ich habe aktuell, ich hätte die hier verkauft für 25. Das sind, einmal kurz rechnen, 7 Euro pro Band. Also nicht, das ist der Originalpreis jetzt, ne? 7 Euro pro Band, 7 mal 5 sind 35. Da machen wir mal ein bisschen Minusgeld, weil die, also 25 für 5, 25 für 5 Manga, das sind 5 Euro pro Band. Und dann kommt noch Versand dazu, je nachdem, wie viel ihr haben wollt. Bruder, ich feiere deine Videos ultra cool, dass du auch Livestreams machst. Macht nicht viele. Danke, freut mich voll, korrekt. Freut mich, im Manga-Business. Meine ich. Ja, das freut mich. Muss man schauen. Wie gesagt, bei Interesse sehr, sehr gerne anschreiben. Da kann man immer schnacken und so. Man kann sich auch noch einen anderen Preis einigen. Ne? Also, wenn mir jetzt jemand sagt, also, wenn sich keiner meldet und nur eine Person sich meldet, die dann halt sagt, ey, ich kaufe dir den für 20 Euro ab, dann kann es auch 20 Euro werden, weißt du? 20 plus Versand und ich kaufe heute. Wie gesagt, schreibt mir gerne privat. Ey, ich mache das jetzt nicht über den Livestream, ne? Weil das macht ja keinen Sinn. Kannst du die Manga öfter in die Kamera halten? Ich kann die aber so halten die ganze Zeit, korrekt. Ach so, er hat geblufft, er schreibt XD. Was ein Typ, oder? Hast du geblufft? Ich würde für die 5 Bände jetzt 25 Euro nehmen, ganz gerne. Also pro Band 5 Euro. Das sind 2 Euro weniger vom Preis, das heißt, du sparst insgesamt ungefähr einen Zehner. Wie gesagt, also sehr, sehr gerne bei Insta. Ich schreibe mal. Okay, wartet mal. Wartet mal. Hab One Piece, 47 One Piece Bände für 40 Euro inklusive Versand verkauft. War das smart? Boah, ich bin ganz schlecht, was sowas angeht. Kannst du mal gerne die anderen können gerne was dazu schreiben. Bei Interesse mit Mr. Grabs auf Instagram schreiben. So, damit wir das einmal hier festigt haben. Dann haben wir das hier einmal im Chat und jeder weiß Bescheid. Sieben Bände für 40 Euro ist gut, wenn er der im gebrochenen Zustand ist. Komm auf die Ausgabe an. Da hast du deine Antwort. Also, wie gesagt, hier haben ein paar Leute Interesse gehabt, deswegen extra Stapel und dann lege ich die weg.
So, da bin ich wieder, Freunde. Ja, erstmal zwei Manga. Ich zieh durch, bye boys, hau rein. Ich weiß nicht, wie sehr einige von euch im Boys Love-Genre drin sind. Ich persönlich nicht. Aber ich habe trotzdem ein, zwei Manga aus diesem Bereich, die vielleicht ein oder andere von euch haben will. Ich zeige euch mal die Kamera. Bruder, nein, bitte. Hey, Bruder, ich will die ja loswerden. Ne? Ich will die ja verkaufen. Vielleicht will die ja jemand. Also, wir haben einmal Faint Hearts. Das ist der erste Manga. Sieht man das? So. Ja, nicht gelesen. Ist Boys Love. Das gleiche mit Der stille Mond. Vielleicht will die jemand haben. Sagt mir gerne Bescheid. Freunde, schreibt mir. Wie gesagt, Instagram gerne schreiben. Das sind meine beiden Boys Love Manga, die ich verkaufe. So, dann haben wir hier wieder Band 1 von einem Manga, Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier, so rum. Gelesen, fand ich cool, nie weiter gesammelt, deswegen lohnt es sich für mich auch nicht, den weiter zu sammeln. Ich habe da keinen so großen Bezug zu, aber der ist nicht schlecht. Es geht quasi darum, es geht, ey, voll die coole Story, ohne Spaß. Es geht darum, dass halt so ein Typ in so einem Videogame ist und dann gegen Monster kämpft, so als eigener Charakter. Und die Zeichnungen sind schon sehr gut. Also ohne Spaß. Es ist eine sehr coole Story, sehr coole Zeichnung. Sehr cooles Character Design. Der ist sehr zu empfehlen. Der hat 7 Euro gekostet. Den würde ich dann genauso für 7 Euro, also 7 Euro inklusive Versand, quasi dann weiterverkaufen, wenn ihr Bock drauf habt. Welcome Anime dazu. Maybe Interesse. Obwohl 7 Euro, weiß ich nicht. Schreibt mir, wie gesagt, einfach auf Insta. Wir klären das dann da. Gar kein Thema. Oder wo auch immer. Dann können wir da noch ein bisschen den Preis aushandeln. Maybe Interesse, okay. Oh, no school, no problem, no TikTok, no problem, no grabs, big problem. Korrekt, ist korrekt. Ich wollte mir holen, aber ich sammle sehr viel noch, also würde noch die anderen gerne abschließen, bevor ich wieder neu anfange. Ja, das ist ein fairer Punkt. Ich denke immer, die Discord-Sounds sind von mir und erschreckt mich voll. Sorry, ich mache meinen Ton aus. my bad. Ich will euch hier nicht flakschen, ich will euch nur ein bisschen aktiv halten. Ja, so, wie war ein bisschen mit Berserk? Ich bin aktuell bei Band 5. Okay, wie gesagt, Shangri-La Frontier. Machen wir weiter, Freunde, damit euch nicht langweilig wird. Verkauft dir jemand Yagan? Ich habe von Yagan 3 Bände, möchte die aber behalten. Wenn du mir für jeden Band einen 10er abdrückst, dann kannst du sie haben. So machen wir das. Shangri-La Frontier ist übel geil, gib mir Sword Online Vibes. Ja, genau, aber nur in gut. Also, der nächste Manga ist Goblin Slayer Band 1. Möchte den jemand haben? Goblin Slayer Band 1. Ich mag den Manga nicht, aber das ist einfach nur mein Geschmack. Viele Leute mögen den Manga. Und es geht halt quasi, glaube ich, um einen Goblin Slayer, wo man nicht weiß, wer er ist und was er macht. Der aber so voll stark ist quasi und einfach die Goblins slayt. Also schon, natürlich mal, schon ein geiler Typ. Ist aber nicht meins gewesen. Ich gehe gleich. Schreibe morgen wahrscheinlich eine Deutsch. One Piece, Dragon Ball, was so deine Reihen, die du sammelst. Ja, so coole Reihen dabei auf jeden Fall. So Leveling auch sehr cool. Also, falls Interesse, ne, ihr wisst Bescheid, Freunde. Machen wir weiter beim nächsten Manga. Ich verkaufe Band 1 von dem kleinen, süßen Naruto. Also nicht die Massive-Version, sondern die kleine, süße Version. Die könnt ihr haben für 5 Euro inklusive Versand. Mir ist das egal wahrscheinlich. Ja. Ich überlege jetzt Sachen mit den Manga, die keiner kaufen will, weil die sagen, ey, das ist mir zu schade, einfach Mystery Boxen zu verlosen. Falls ihr Bock habt darauf, schreibt mir gerne W in den Chat oder so. Also nicht nur mit solchen Mangern, sondern vielleicht noch mit anderen Special Mangern, die halt doch cool sind. Aber ja, Naruto Band 1, falls jemand Interesse hat. Naruto, ich glaube, ich muss niemand Naruto erklären. Muss ich euch Naruto erklären, Jungs, seid mal ehrlich. Ja, das ist Naruto. Sehr, sehr cooles Ding. Das sind viele Ws. Leute wollen Mystery Boxen haben. Hast du mal Manga, die du mit mehreren Bänden verkaufen kannst? Ja, aber es sind viele Einzelbänder, ehrlich gesagt. Ich habe von Orient 1 bis 3. Und ich habe Voice Rush 2 Bände und Shibuya Goldfish kommt auch gleich noch 2 Bände. Wir machen weiter, Freunde. Wir machen weiter, okay? Wir machen weiter einfach. So. So, da bin ich wieder.
gebe dir einen Tipp, Versand kostet meistens schon 5 Euro inklusive Versand ist. Plus minus, also verkauft lieber Paket, weil sonst lohnt nicht. Genau, wichtig, ihr könnt auch Pakete aus diesen Mangas ausstellen. Also alle Manga, die ich gezeigt habe, wenn ihr jetzt sagt auf Insta, ey Brudi, gib mir mal bitte Band 1 von Naruto, Band 1 von Alpi und Band 1 von Shangri-La Frontier, dann machen wir da auf jeden Fall, habe ich gespoilert, Bruder? Dann machen wir da auf jeden Fall so ein kleines Paket und dann kann man auch am Preis sparen, auf jeden Fall. Also, The Vote ist schon gesehen im Chat. Ich verkaufe The Vote wahrscheinlich. Ich bin mir da noch unsicher, ob ich den verkaufe oder nicht. Aber The Vote Band 1 haben wir hier auf jeden Fall. Worum es hier geht, weiß ich nicht. Aber der Manga soll anscheinend gut sein. Schreibt mir gerne, ob er gut ist oder nicht. Vielleicht behalte ich den auch eigentlich. Ich würde mir mal gerne sagen. Hast du eigentlich einen neuen Discord? Ja, habe ich. Der Link müsste auch irgendwo hier im Chat noch sein. Ist die nackt? Nehme ich. Die ist nackt. Wenn du willst, 20 Euro Digga dir. Machen wir weiter mit Bloodlad. Freunde, Bloodlad Band 1. Nie gelesen. Soll aber gut sein eigentlich. Also ich habe nur Gutes darüber gehört. Ist auf jeden Fall, sieht interessant aus, ey. Sieht interessant aus. Das ist ein cooler Manga. Also wie gesagt, Band 1 hier. Wie viele Manga hast du aus deiner Sammlung gelesen? Ja, mehr auf die Hälfte, mehr als die Hälfte auf jeden Fall, ne? Aber halt viel auch nicht. So Einzelbände habe ich nie gelesen. Ich weiß nicht warum. Dann haben wir hier zwei Bände. Platinum End, Band 1 und 2. Macher vom Death, von dem Macher von Death Note. Es geht quasi um Engel, die menschlichen Leuten, die sich umbringen wollen, Kräfte geben und dann so Engelsfähigkeiten haben und die töten sich irgendwie gegenseitig so ein bisschen, wenn man das blöd sagen will. Er würde auch, es wurde online getrieben, um zu verkaufen. Weißt du, wo man Manga gut verkaufen kann? Ja, hier in meinem Livestream. Habt ihr auch. Sehr nice. Dotlet quasi ein Otaku-Vampir. Okay. Hier muss man dazu sagen, hier sind sogar zwei Postkarten dabei. Wenn ihr wollt, ich packe euch deine Unterschrift drauf und dann kostet der Manga auch gleich 40 Euro mehr. Ja. Ich wollte eigentlich aber nur die Zeichnung mal zeigen. Muss jetzt gehen bei Hau rein, Bro. Also sehr coole Zeichnung, muss man dazu sagen. Wirklich, finde ich cool. Die Kaufsucht ist krank, Retalk, darüber könnte man einen Manga machen, wo einer sein ganzes Geld für Mangas ausgibt. Ja, da war ich auch. Und deswegen habe ich gerade so viele Manga, die ich nicht mehr brauche. Ich würde auch viel Manga anbieten. Hey, du, mach keine Werbung. Ich will meine Manga loswerden. Du hättest Interesse an Platinum End? Sehr gut. Schreibe gerne auf Instagram. Immer gerne schreiben. Ey, André, diesen und diesen Manga. Schick mir mal ein paar Bilder oder so. Gut, ein Interesse, ich packe Platinum End auf einen anderen Stapel. Die Geschichte hatten wir schon. So, wie viele Bände sind das? Von Platinum End. Das sind zwei. Band 1 und 2. Guck. Mal Lucke müssen wir Bock auf. Ja, ich habe den gerade angefangen. Ey. Ich habe von der ersten Folge geguckt. Das war echt, also war ganz cool. Ich bin gespannt, was dann noch auf mich zukommt. So, Freunde, wir haben hier einen Manga, der sehr geil ist. I am a Hero, aber es ist Band 1, 2, 5 und 6. Also Band 3 und 4 habe ich nicht. Die müsst ihr euch selber besorgen. Aber es ist ein sehr geiler Manga. Ohne Spaß. Ich fand den wirklich cool. Ich kann euch mal die Zeichnungen zeigen. Ich kann dir auch gar nicht mehr ganz genau sagen, worum es hier geht, ehrlich gesagt. Aber ich habe hier wirklich coole Erinnerungen. Auf jeden Fall sieht er ein bisschen gruselig aus. Big W. Also, falls jemand bei I Am Hero Interesse hat, wie gesagt, die sind auch beide, ich glaube, die sind sogar fast out of print, ein paar von denen. Ich habe hier vier Bände. Falls jemand von euch sammelt und sowas haben möchte, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe Manga, die kurz sind und Schluss und so, aber die behalte ich. Ja, habt Interesse. Malte, was ist los? Willst du ein Paket zusammenstellen? Dann packe ich den auch beiseite. So, dann habe ich hier einen Manga. Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe. Ja, das ist halt so ein bisschen Fanservice. Sehr viel Fanservice. Keine Ahnung, falls ihr kleinen Schnacker darauf Bock habt, sagt gerne Bescheid. Der Band kostet ursprünglich 10 Euro. Da können wir auf jeden Fall einen coolen Preis draus machen. Ich kann euch leider keine Zeichnungen zeigen, weil unterschiedliche Gründe, aber da haben wir einmal den hier. Ausschnitt nehme ich. Ja, genau das meine ich. So, und dann haben wir hier, I Am a Hero geht darum. Achso, ein Typ,
Der Gangmitglied ist mit seiner Tochter zusammen, sein Vater ist gegen. Nee, Bro, geh hier schon arbeiten. Ach so, ich habe gerade nicht gecheckt, worauf die Antwort war. Bin kurz weg wegen eBay-Manga überweisen. Jo, mach das, Bro. Hier haben wir zwei Manga. Shibuya Goldfish Band 1 und 2. Es ist ein bisschen Trash-Manga, aber ein cooler Trash-Manga. Dazu gibt es sogar ein Video beim Kanal. Es geht darum, dass quasi eine Stadt von riesigen Goldfischen eingenommen wird und die Leute halt alle draufgehen. Hierzu muss man aber sagen, die Zeichnungen gewaltig gut. Also ich finde die Zeichnungen viel zu gut dafür, dass es halt so ein Goldfisch-Manga ist. Guckt ihr das mal an. Also das sind wirklich sehr gute Zeichnungen. Also die finde ich schon geil, davon zwei Bände, Freunde. Ich habe im Moment gar keinen Spaß am Manga lesen. Was soll ich machen? Da war ich auch, Bruder, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe dazu ein Video gemacht. Das heißt, so macht langer Lesen wieder Spaß oder sowas. Oder so liest man Manga richtig. Tipps von mir jetzt nochmal face to face. Nimm dir eine Reihe, die du früher richtig geil fandest. Bei mir war es Blue Lock, kann aber auch Vinland Saga sein. Nimm dir eine Reihe, die du richtig cool fandest und lies die nochmal durch oder hol dir dazu nochmal einen neuen Band, der rausgekommen ist und versuch quasi, dich darauf zu fokussieren, nur noch einige Reihen zu lesen, bei denen du richtig Spaß hast und nicht so viele Sachen auf einmal zu lesen, weil dann bist du schnell überfressen und bist so dieses, wohin mit mir, ich muss sammeln, ich muss kaufen. Das ist nicht gut, da will keiner eigentlich hin. Weil das im Endeffekt sich so ein bisschen auf deine Psyche austrägt und du dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hast auf gar nichts, weil du dir denkst, lass mich in Ruhe. Deswegen such dir eine Reihe aus. Shibuya Gold, nein, Spaß. Such dir irgendeine Reihe aus, die du cool findest und lest sie durch. Lieb dich in dieser Reihe rein, dann fängst du eine nächste Reihe an. Fühl die richtig mit. Also bin so richtig dabei. Mit Lo-Fi-Musik lesen, auch sehr, sehr guter Tipp. Also richtig so dieses mit Liebe lesen, das kann man auf jeden Fall. Das ist sehr, also sehr zu empfehlen. Also solltest du erst Dragon Ball lesen und wenn ich fertig bin, dann. Zum Beispiel, wenn du willst, liest du erst Dragon Ball, das hat Jonas gemacht, mein kleiner Bruder. Erstmal Dragon Ball komplett durchgelesen und dann hat er sich an die nächsten Sachen reingetastet. So, ich gucke mal diesen nächsten Manga. So, zack, zack. So. Okay, danke, Bruder. Küss dein Goldfischmanga. Ja, habe ich auch so gemacht. Ja, nice. Freunde, das waren die Manga, die ich habe zu verkaufen. Mehr habe ich nicht. Aber wir müssen den Livestream nicht beenden. Wir können jetzt noch ein bisschen so einfach schnacken miteinander. Weil wir sind ja alle coole Leute und wir mögen uns ja gegenseitig. Also können wir uns jetzt gerne über Manga unterhalten, wenn ihr Bock drauf habt. Oder ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Wir können gerne über alles Mögliche reden. Da sind auch direkt sechs Leute weggegangen. Ey, die dachten, die kommen jetzt noch kranke Manga. Was los? Immer wenn ich Dragon Ball oder One Piece gelesen habe, oder One Punch Man, weiß ich gar nicht, habe ich Themes von den Animes gemacht. Ein Brief hat sich richtig reingefühlt, gell. Mir fällt es schwer, mich für über Mangas lesen zu motivieren, weil ich mir denke, ich könnte auch eine Manga gucken oder YouTube oder sowas und nehme dann die leichtere Variante. Same. Ist bei mir immer noch so Tatsache. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass unser Kopf so durcheinander ist wegen diesen ganzen Social Media Sachen und sowas. Dass man sich denkt, ey, ich gucke mir jetzt lieber eine Stunde TikToks an, anstatt mich hinzusetzen und Manga zu lesen. Weil Manga lesen, glaube ich, immer noch so automatisch assoziiert mit wird, ey, das ist Lesen. Du liest freiwillig, so chill doch einfach, guck TikToks. Das finde ich halt scheiße oder finde ich ein bisschen blöd, weil ich bin halt der Meinung, Manga lesen ist halt was Cooles. Man muss halt die Motivation dazu finden, ne? Das stimmt schon. Aber wenn man damit anfängt, dann bereut man es nicht. Also bei mir ist es so, weißt du, wenn ich angefangen habe, Manga zu lesen, dann bereue ich es nicht und denke mir so, geil, das hat sich jetzt echt gelohnt, ihn zu lesen und ich freue mich voll. Aber andererseits, diese Motivation dahin zu kommen, zu sagen, ey, ich lese jetzt einen Manga, das ist echt nicht so einfach. Ja, mal den ganzen Tag auf YouTube, wo ich lesen will. Ja, genau. Also viele, ich will jetzt nicht sagen, guckt nicht meine Videos, ne, aber wenn ich euch davon abhalte, einen Manga zu lesen, dann liest ruhig einen Manga. Also gönnt euch, wisst ihr? Vor allem nach der Arbeit echt schwer. Ja, genau. Ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen, musste lernen, habe jetzt einen Stream angemacht. Ich überlege sogar noch, eine Manga zu lesen. Ich weiß noch nicht, ey, hab ich Bock drauf? Was mache ich? Wisst ihr, es ist halt so ein Ding, was halt, glaube ich, viele betrifft. Und ich glaube sogar gefühlt jeden, der Manga liest. Also Real Talk.
Das ist schon echt ein Ding, das sind viele. So, Freunde, und anderes Thema. Oh, warte mal, mal einen Moment, wo ich aufhöre, ein Band zu lesen, ist, wenn ich in einer unangenehmen Pose bin. Im Urlaub am Pool ist immer chillig, einen Manga zu lesen. Ja, das stimmt schon. Ja, ich kenne das, wenn man ungemütlich sitzt, dann hat man echt keinen Bock, einen Manga zu lesen. Aber dann setzt sich halt gemütlich hin. Oder such dir eine andere Pose oder lies im Stehen oder so, keine Ahnung. Also, es gibt halt immer viele Ausreden, die man sich selber gibt. Die mache ich genauso, ehrlich gesagt. Ja. Lies im Stehen, lies im Stehen, ey. Das Beste, wo gibt. Habt ihr schon mal ein Buch im Stehen gelesen? Macht man sowas überhaupt? Nee, ne? Im Gym Manga lesen. Und das ist nämlich ein Tipp, den ich jedem ans Herz lege. In der Schule. Ja, ich stehe auch immer beim Lesen. Manchmal mache ich Workout dabei. Ja, same. Ich lese manchmal auf Kopf. Ich mache Kopfstand. Schon mal einen Kopfstand gelesen? Ich glaube, das hat noch keiner. Das ist Meta. Meta ist das, Freunde. Das ist wirklich das Krasseste, was du machen kannst. Auf der Sonnenbank. Jo, Jungs, ihr seid alle heftiger als ich. Bitte, wake up. Beim Fallschirmspringen. Tschüss. Wer kann noch mehr bieten? Mein Freund ist so ein Typ. Du magst Manga, du bist heiß. Und der hat mir damals Anime-Manga näher gebracht. Hä? Er hat dir das erstmal näher gebracht und danach gesagt, ey, das ist dumm. Oder erstmal gesagt, das ist dumm und dann dir das gezeigt. Jo, André, wenn man dich zeichnet, dann lieber mit oder ohne Mütze. Mit lang oder kurzen Haaren, mit Pulli oder Shirt. Klingt ziemlich spezifisch, wenn du mich fragst. Wenn du mich zeichnest, sehr gerne mit Mütze. Sehr gerne mit langen Haaren. Ich will da wieder hinkommen. Und gerne mit Pulli. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, warum du mich das so fragst. Tipp an alle Yu-Gi-Oh! Spielen. Ist zwar teuer, aber sehr geil. Yu-Gi-Oh! Ist schon sehr geil. Ich habe das Problem, dass wenn ich mir neue Manga hole, dass ich nicht alle auf einmal lesen will, weil die dann schon alle auf einmal, ach so, weil schon alle gelesen sind und dann keine mehr für einen Monat übrig ist. Ja, das ist so ein guter Punkt. Ich habe mir letztens, als ich Blue Lock gekauft habe, ich habe zwei Bände am Tag gelesen, am gleichen, also hintereinander. Und da war ich so, ja, was mache ich jetzt mit dem Rest der Zeit? Also, was mache ich jetzt mit den letzten Tagen des Monats? Wohin mit mir? Und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Wirklich, das mache ich auch oft und ich weiß immer nicht, weil ich denke mir so, ich bin mitten in der Story, ich will das weiterlesen, aber lese ich es jetzt weiter oder lese ich es nicht weiter? Hat es mir gezeigt und war so ein komischer Weeb. Und jetzt denkt ja jeder, der Anime schaut, ist ein Weirdo. Was ein Typ, hä? Was ein Weirdo. Guck dir Vinland Saga Staffel 2. Ja, habe ich gerade gestern die zweite Folge geguckt. Wir müssen in der Schule lesen und da sind Leute mit gefühlt Faust und dann auch noch. Mich und meine Homies von Peace und Bleach. Und das ist nämlich, wo die Leute zu einem King werden. Du bist ein King, weil du One Piece liest, anstatt Faust. Ich denke mir dann so 70 Euro an einem Tag war weg. Ja, Retalk. Ja, genau, das denke ich mir auch. Hab übel viele angefangene Reihen, immer nur so 1 bis 5 Bände und denke, ich lese die jetzt alle und kaufe dann komplette Reihen. Auch ein guter Call. Also kann man auch so machen. Jujutsu Kaisen von 1 bis 4, aber dieser Zeichenstil regt mich nicht an, den zu lesen. Fühle ich. Sehr, sehr guter Punkt, valider Punkt. Jungs, ich gehe ganz kurz nach oben. Ich brauche einmal Hustensaft, weil ich mein Hals ist ein bisschen trocken und ich habe vergessen, Hustensaft heute zu nehmen. Sehr, sehr gerne. Unterhaltet euch gegenseitig ein bisschen. Ich bin gleich wieder da. Wenn Leute reinkommen, Moin schreiben, schreibt gerne in Grabs, gleich wieder da. Ich, keine Sorge, ich bin gleich da. Gar kein Stress. Dauert vielleicht 3 Minuten oder so. Bitte wake up, du selbst. Okay.
Habibis. Bin wieder da. Oh, gar nicht so viele Leute sind abgehauen. Oh, ihr habt euch ja süß unterhalten. Das freut mich. Hustensaft, sehr, sehr lecker. Ich muss auch sagen, das hatte ich bei One Piece. Ich habe mir immer ein Band geholt und hatte Angst, dass ich am Ende haben nicht aushalten kann, zu wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich mir immer eine Band im Voraus geholt, was keinen Sinn macht. Aber ich hatte immer ein Band mehr, den ich lesen kann. Ach krass, tschüss, habe ich noch nie gehört. Aber macht Sinn. Ist eine gute Argumentation. Jungs, habt ihr schon mal einen Zorro gesehen? Habt ihr schon Zorro gesehen? Oh. So, Freunde, der kleine Brie hier, der grüne Ball, das ist mein Moosball Zorro. Schreibt gerne Hallo Zorro. Was ist das? Geht ihr nicht? Habt ihr nicht meinen Short gesehen oder was? Das ist ein Moosball. Ein Moosball ist ein Ball aus Algen, der als Ball ist quasi, das ist ein Lebewesen, das ist so eine Pflanze quasi, die über die Zeit wächst, also die wird ewig alt und wächst dann quasi immer so ein bisschen mehr. Und weil ich im Keller bin, also das könnt ihr hier sehen, ich habe halt legit kein Tageslicht, habe ich halt kein Lebewesen, was hier unten überlebt. Aber der Moosball hat da, wie ihr sehen könnt, seine eigene Lampe, die ihn anleuchtet. Und deswegen ist das hier mein kleiner Brie, der mit mir im Keller chillt. Mein kleiner Zorro. Ich habe die Short gesehen, der Name passt. Aber mein Pick wäre Moose. Kann man das essen? Nein, kannst du nicht. Vor allem finde bei Anime, dass die Musik zum Beispiel traurige Musik, epischen Kämpfe in dem Moment manchmal krasser macht als im Manga. Das stimmt aber wirklich. Das ist ein Fairplay. Ich überlege auch Anime-Videos zu machen. Wäre das eine gute Idee? Anime-Videos? Eigentlich ganz cool, oder? Spricht doch prinzipiell gar nichts dagegen, oder? Normal immer geil. Nice, nice. Ja, cool. Cool, 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 cool. Ich soll Anime-Videos machen. Cringe. Freunde, ich will, dass ihr alle mein letztes Manga-Video anguckt. Habt ihr alle mein Video gesehen, wo ich einen Manga gezeichnet habe? Ja, nein, in den Chat. Bitte jetzt. Ja, nein. Du schreibst keinen Spoiler hier rein. Kakashi, du schreibst keinen Spoiler, dann kriegst du ein Timeout. Zwei von euch haben mein Video nicht gesehen. Und ihr schämt euch gar nicht. Alles gut, solange du noch nichts geschrieben hast, gut. Ich höre immer bei krassen Momenten im Manga, was im Anime ist. Geil, war im Live dabei, aber nein. Schäme mich trotzdem. Jungs, ich schicke euch jetzt einen Link hier rein. Ich will, dass ihr mir ein Video anguckt. Freunde, das Video ist gut. Das ist ein gutes Video. Gut, dass du gesagt hast, war kurz darauf abzuschicken. Keine Spoiler, Jungs, bitte. Das ist ein gutes Video. Achso, das habe ich gesehen. Achso, ich meine mit neuem Video, halt, wo ich Manga gezeichnet habe, vor 4 Tagen. Das ist schon ein bisschen her. Das ist trotzdem ein gutes Video. Kann man nicht so sagen. Habe ein Kommi da gelassen. Kuss, Diggi. Kuss. Jetzt gucken. Nein, guck's im Anschluss. Guck's nach dem Stream. Kannst du gerne machen. Bist du mittlerweile mit dem Namen Grabs zufrieden? Ich heiße ja Mr. Grabs wieder auf YouTube, aber ich bin fein mit Grabs, Mr. Grabs, Grabsy, Grabby, fast so viel, was du immer zu den Seiten gesagt hast. Das freut mich. Das freut mich sehr. Das freut mich doch. Was denkst du, wann denkst du, kommst dein PC? Dann kannst du so viel Content machen, vor allem was Streaming angeht. Ey, wenn mein PC kommt, geisteskrank. Gerne Donis schicken dafür. Kapi. Nee.
Also der kommt, glaube ich, so Mitte Februar, Ende Februar spätestens habe ich dann meinen PC und dann geht es los. Dann werden wir Influencer, Freunde. Dann werden wir, die OG, die wir hier gerade hier sind im Livestream, wir werden explodieren. Wir werden YouTube auseinandernehmen. Wir werden Manga Deutschland revolutionieren. Wir werden es revolutionieren. Hör zu. Wir bringen dazu Anime-Leute, Manga zu lesen. Wir bringen dazu Manga-Leute, Anime zu gucken. Wir bringen dazu Leute, Manga zu kaufen. Wir werden Manga komplett auf den Kopf stellen. Die Leute werden sich denken, wisst ihr, es wird dann so sein, in der Schule wirst du sagen, ey, hast du schon Manga gelesen? Ey, kennst du schon Mr. Grabs, dieser Manga-Typ? Oh mein Gott, hast du schon gesehen, dieser neue Trend, Manga zu lesen? Leute werden Manga gucken, lesen. Genau das gleiche, was passiert ist mit Anime, machen wir bei Manga. Und dann haben wir Manga durchgespielt. Und dann kommt die größere Bubble Anime. Dann spielen wir Anime durch, aber immer noch mit Manga-Videos. Also beides so ein bisschen ein Zusammenspiel. Und dann spielen wir Anime durch und dann. Und dann spielen wir alles durch. Dann bin ich Mr. Grabs etabliert als Content Creator und wir als Community. Und da sind wir einfach offizieller Creator, der auf Events ist und sowas. Stellt euch mal vor, ich kämpfe gegen Trimax einen Boxkampf. Wäre das nicht krank? Wäre das nicht krank? Man kann ja auch ein bisschen träumen, ne, Freunde? Gibt es Leute, die Manga lesen und kein Anime schauen? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Leute werden Manga als Schullektüre einführen. So ein Ding wird das sein. Ihr werdet Leute in der Schule sehen, die werden ein Manga lesen. Meine Kinder werden Manga lesen. Bis dahin ist das normal. Hast du schon gesehen, Crunchyroll angeschrieben, Block? Ja, habe ich gestern gemacht. Mal gucken, ob da eine Antwort kommt oder nicht. Keine Ahnung, aber habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Und wenn das klappt, cool. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. Das Ding ist, wenn man Manga empfiehlt, ist es so, als ob man Drogen empfiehlt, aber nicht schädlich. Und dann geben sie jedes Geld aus, das sie finden und haben für einen Band Snackwood. Ja, was soll ich sagen? Manga sind teuer, ne? Vielleicht muss man das dann auch irgendwie revolutionieren, dass Manga vielleicht ein bisschen günstiger werden oder man Manga irgendwo anders gucken kann. Die meinen, wie mein. Ich kann Anime feiere ich nicht so. Guck mal, da haben wir einen. Finde ich aber auch fair. Ich finde halt, also es gibt halt Leute, die gucken, die lesen auch generell normale Bücher lieber als eine Serie zu gucken. Das ist halt komplett fair. Ist es komplett fair. Verstehe ich aber auch. Oh, Victor! Victor! W's in den Chat! W's in den Chat! Wir haben unser viertes Mitglied auf unserem YouTube-Kanal. Was geht ab, Victor? Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr korrekt. Ich bin dir unglaublich dankbar. Geil. Geil. Danke, Bro. So kommen wir dem PC immer ein Stück näher. Nein, sehr korrekt, Victor. Wirklich sehr, sehr süß. Freut mich sehr. Oh, Victor, bist du im Discord-Channel? Bist du im Discord-Channel? Weil ja, dann kriegst du jetzt eine schöne Rolle. Dann kriegst du jetzt eine schöne Rolle. Normal, normal ist Victor im Channel. Warum frag ich überhaupt? Victor ist aber nicht live. Online meine ich, nicht live. Das laber ich so. W-Iktor. Und genau so, genau so. Genau so muss es doch sein. Ich heiße da King. Und zu Recht heißt du King. King Ku? Wo bist denn du, King Ku? Da ist King Ku mit dem Kilo-Profilbild, oder was? Zack, da hat er jetzt einen roten Namen. Hab jetzt für 84 Euro inklusive Versand Death Note 2 bis 4, Jujutsu Kaisen 1 bis 4, My Hero Academia 2 bis 9, 17 und Smash ne, bekommen. Junge, was hast du für Manga gekauft und wie viel? Holy shit. Digga, du kannst einen YouTube-Kanal aufmachen, du machst ein Video dazu und die Leute, das wird 1000 Klicks bekommen. So eine Haul? Krank. Meinung zu My Hero Academia ist sehr, sehr cool. Ich fand den Anime habe ich geguckt, den habe ich aktuell, glaube ich, geguckt, fand ich sehr cool. Haha, yes, Victor, du bist absoluter King. Absoluter King. Abeli, willst du Band 1 von Death Note? Jungs, ich habe Band 1 von Death Note auf Französisch. Will ihn jemand haben? Das Problem ist, dass man sich die New Gen Manga nicht geben kann. Welche zum Beispiel meinst du? Das würde mich jetzt interessieren. W King Q für die YouTube-Mitglied.
Schafft. Jungs, alle von euch, die im Discord sind, geht mal ganz kurz auf den allgemeinen Channel und spam www. Sehr, sehr süß, macht das gerne. Hab schon die davor liegenden Bände, deswegen. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Ja, Demon Slayer und Jujutsu Kaisen sind beide, was Manga angeht, echt nicht vorne mit dabei. Da sind die W's. Black Clover ist dope. Ja, den muss ich mal gucken. Die besten New Gen. Boys Love? die sind ja nicht die einzigen New Gen Manga. Ja, das stimmt. In Berlin werden ein paar Mangas gekauft, sagst du? Okay, cool. Ja, offensichtlich, dass nicht alle scheiße sind. Fair Play. Hat er ja auch nie gesagt. Moin, Abdullah, was geht? Freunde, ich bin ein bisschen am Russisch lernen. Auf Duolingo. Und ich lerne gerade ein bisschen das Alphabet. Das ist schon krass. Hey, Junge, Blog, wie dieses Voice Love für Tones, Bro. Ich weiß ja, dass du Blog meinst, Bro. Bisschen am Russisch lernen. Gut, oder so. Ich bin hier zusammen Duolingo, Jungs. Kennt ihr mal dieses Stream, wo so Leute Games zocken? Select the correct letters for Café. Café. Wichtig. Was streamst du die Challenge? Komm noch, Bro, komm noch. Komm tanzen. Ich will nicht. Alter, mein Dicker. So. Duolingo spam ich immer voll. Unnormal. Privat. Unnormal. Die spammen richtig. Warum genau Russisch? Weil meine Eltern und Familie alle Russisch sprechen können. Wir kommen aus Kasachstan. Und ich möchte gerne auch die Sprache beherrschen. Ich lerne momentan auch Spanisch auf Duolingo. Geil. Sehr nice. Was heißt Buch auf Russisch? Sag ich dir nicht, du Arsch. Weil kann da mein russischen Freund fragen, ob er japanische Bücher hat. Sag ich nicht. Also ich weiß nicht, ob du das ernst meinst oder nicht, aber das russische Wort für Bücher hört sich sehr wie das N-Wort an. Deswegen sage ich es nicht. Kannst du mal gerne selber googeln. Oh, хорошо, mein kasachischer Bruder. Was geht? Ich will nicht. Komm, wir tanzen. Oh, wusste es wirklich nicht. Arschloch ist jetzt ruhig an dir, Bro. Bruder, tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Arigato gozaimasu. Bayasta, hau rein. Nee, ja. Fühl dich nicht verletzt, Bro. Ich will nicht. Sasika mit Tomi ist indisch, aber nicht. Mit den Zeichen ausgesprochen, das heißt, hallo, ich bin Tommy. Sasika me Tommy. Tommy A. Okay, krass. Меня зовут Andrei. ich bin nicht auf TikTok, dann ist das immer so lustig, wenn random Leute so Sounds zitieren. Ey, das muss sich doch voll weird anfühlen, wenn irgendjemand so kommt, ich will nicht. Kennt ihr Riton? Aktuell mit diesen Tanzen, wie er diese Türken da, also die Leute aus Türkei, die machen so TikTok-Tänze und Riton macht sich darüber lustig so ein bisschen. Hab mir auch dann den Film Blog gekauft, war wirklich eine gute Entscheidung. Der Manga ist zu krass. Wichtig! Also sehr gut gemacht. Hab einen indischen Freund. G heißt was. Bruder, Indisch heißt Hallo, doch nicht Namaste, oder nicht? Ich will nicht. Wie läuft Ausbildung? Ausbildung läuft sehr, sehr gut. Freunde, wollt ihr was hören, was ich mit meiner Ausbildung mache? Ich habe meine Berufsschule auch bilingual. Das heißt, ich spreche Englisch und Deutsch. Und das Geile ist, ich werde dieses Jahr ins Ausland fliegen. Zweimal mit meiner Schule. Eine Woche nach London. Ich werde eine Woche lang in London in Werbeagenturen arbeiten. Und nochmal Bock. Und ich werde zwei Wochen in Atlanta in Amerika sein. Dort das College besuchen und in Werbeagenturen arbeiten. Und wenn das nicht unglaublich geil ist,
Geisteskrank. Ich werde da solche Vlogs rausbrechen. Alter Falter, wird das cool. Manga kaufen in London. Manga kaufen in London, Manga kaufen in Amerika. Das wird so unglaublich geil. Ich werde mit meiner Klasse eine Woche in London und 2 Wochen in Atlanta sein. Wie cool ist das denn? Wisst ihr, wie viel man da lernen kann? Erstmal das, ne? Man kann da richtig cool lernen. Man kann sich richtig weiterbilden. Man kann sich richtig so im College. Ich bin im College, Freunde. Wie cool ist das denn? War auch schon dreimal in den USA. Ist richtig geil. Heftig, Mann. Wie kommt man so zustande? Oder du musst einfach die richtige Ausbildung machen, am richtigen Ort sein und dann läuft das. Weil ich habe also meine Berufsschule ist fast komplett auf Englisch, die ich mache, weil ich ja bilingual mache, deswegen bin ich auch zweimal im Ausland. Das ist so cool. Also Englisch musst du halt sprechen können und dann, geil. Du fliegst 5 Wochen nach Irland, wie cool. Holy shit. Kennst du russische Beleidigung? Ja, natürlich. Freue mich voll für dich. Dankeschön. Das ist richtig cool. Ich bin 20. Und das Wichtige ist, wenn ich nach Amerika fliege, bin ich schon 21. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Ich bin 8,5 Jahre in der Schule und hätte noch nie eine Klassenfahrt. Ich bin in der Berufsschule, Freunde, ne? In meiner normalen Schule hatte ich Klassenfahrten, aber halt an die Ostsee oder so. Also nichts Krasses. Wer kennt keine russischen Beerdigungen? Und genau das ist nämlich die Frage. Geil. Was für eine Ausbildung machst du? Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Ne? Wichtig voll. Ich will nicht kompetent sein. Ich will nicht. Ostsee ist nichts Krasses. Ja, Ostsee ist cool, aber ich meine, komm schon. Also, da gibt es Cooleres auf jeden Fall. Ich sehe Leute kaufen sich auf Bücher billiger und günstige Manga, die sie wollen. Ich suche jeden Manga auf der Welt. Geil. Wie sieht dein Arbeitstag aus? Ich kann dazu mal gerne auch einen Short machen, wenn ihr Bock habt. Also mein Arbeitstag sieht prinzipiell so aus, ich gehe zur Arbeit, wenn ich keine Berufsschule habe. Ich habe zweimal die Woche Berufsschule, morgen und übermorgen. Deswegen gehe ich auch gleich auf. Ich gehe so hin zur Arbeit, mache mir einen Kaffee, ein bisschen Wasser und dann setze mich vor den Rechner und mache halt ganz viele Aufgaben prinzipiell. Hab dann Mittagspause und das Leben läuft, ist cool. Also ich mache halt viel Werbung, ne? Ja. Kennst du Jan Way? Ja, das ist doch so ein Jan Way, das ist doch so ein Manga-YouTuber. Ich hätte mal Bock, mich mit ihm zu connecten. Ich finde, er macht coole Videos. Mach mal einen Song, neue Manga an. Nee, mach ich gerade nicht. Ich fahre dieses Jahr Abschlussreise in die Toskana. Cool. 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 Schreib Romane und er überlebt. Bruder, ich hab doch, hä, ich hab's doch oft gelesen, Bruder. Was ist denn los? Ich habe es jetzt einmal in meinem Leben auf Klassenfahrt. Ich würde töten für Ostsee mit der Stufe. Ja, okay, Entschuldigung, dass ich jetzt gesagt habe, Ostsee ist Kacke, Alter. Ich bin auch jedes Jahr in der Ostsee. Ist doch geil da. Ja, ihr werdet Dream Team. Ja, Bruder, so. Ich muss ihn mal anfunken. Muss ihn mal anschreiben. Vielleicht hat er ja auch Bock darauf. Wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Also, ich wäre nicht abgeneigt. Wie viel Jahre ist dein Bruder? Mein Bruder ist 17. Wo bist du denn aus dem? Keine Ahnung, immer irgendwo. Jedes Mal unterschiedlich. Ich habe null Bock auf Klassenfahrt in Berlin, Junge. Klassenfahrten sind cool, egal wohin. Klassenfahrten sind cool. Anfangen, Bro. Oh, Junge, das sagt man noch so. Unter Gangstern, weißt du? Werbeagentur in Japan sucht dich. Oh, das ist auch eine coole Idee. Aber, boah, das würde voll viele kosten. Das ist ja voll teuer, ne? Aber könnte ich theoretisch sogar auch machen. Klassenfahrten passiert immer das Krasseste. Ja, das stimmt. Hast du an Silvester geknallt oder machst du sowas nicht mehr? Doch, habe ich. Ich feiere Feuerwerk leider echt. Also ich finde Feuerwerk echt cool. Da bin ich leider immer noch Kind. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Yes, Sirski, ich wohne noch zu Hause. Ich wohne noch zu Hause. Auf süß. Apropos, ich wollte gerade was machen und ausprobieren. Wie heißt nochmal Momax? Momax? Momox, wo man Bücher verkaufen kann, ne? Ja, genau. Musst du das in Atlanta und London selbst bezahlen oder nimmt es deine Firma? Ich muss gar nichts bezahlen. Ich muss nur meine Verpflegung vor Ort bezahlen, also sowas wie Essen und sowas.
Sonst übernimmt das die Firma. Und die Schule ein bisschen auch. 10 Jahre Knast oder nie wieder Manga. Nimm mich mit, Bro. Wir hätten unsere Abschlussfeier in Italien verbracht. War richtig geil. Wäre richtig geil gewesen. Wäre auch noch Venedig für den Tag gefahren. Leider kam. Ja, das, wegen Corona, das war bei mir auch so. Ich hätte meine Abschlussreise damals mit der Schule in Südfrankreich verbracht beim Surfen. Und Corona hat einfach reingekackt. Berlin-Klassenfahrt ist schlimm, besonders im Sommer und dann in der U-Bahn und andere. Ja, okay, true, fair, fair, fair. Momo, ich wollte mein Monster-Manga für 5 € einkaufen. Ich will tanzen. Ich will ihn ja. Ja, aber ich probiere mal, Jungs. Weißt du, vielleicht werde ich die hier ja los, diese Boys Love Manga, die eh keiner haben will. Kann man ja mal ausprobieren. Mean, why not? Vielleicht kommt da ja ein bisschen was raus. Ich bin weg. Ciao. Hau rein, Bro. Danke, dass du da warst. Guckst du One Piece? Ja, ich gucke One Piece. Entschuldigung, Jungs. Bisschen unangenehm. Bin ich auch ganz ehrlich. Ciao, ciao. Ja, ich habe Interesse an denen. Du hast Interesse an denen? Du warst vorhin nicht da. Ich verkaufe die beiden. Hast du Interesse? Schreib mir gerne auf Discord oder Instagram, wo du willst. Du hast Interesse. Oh, okay. Schreib mir gerne. Dann können wir schnacken. Ich schreib dir auf Discord. Ja, mach das. Guckst du was? Was gucke ich? One Piece? AS? Hä? What's up? Was geht? Das ist nämlich Baby, das ist ein bisschen cringe. Ich weiß nicht, wer du bist. Bist du aktuell? Nein, nein, nein. Ich habe aus Interesse One Piece Manga da eingescannt. Die wollten für 19 Cent. Bin mal deine DMs geslidet. Ach so. Die wollen die gar nicht ankaufen. Und den kaufen die auch nicht an. Schmutz. ich habe einen auf deinem Discord-Server gefunden, mit dem ich One Piece bis zum aktuellen Stand gucken will. Und wir sind genau bei der gleichen Folge. Wir ziehen durch. Sehr geil. Macht's auf jeden Fall. Favorite Anime aus den Big 3 ist One Piece, auf jeden Fall. Wie bodenlos ist das denn hier alles? Junge, die wollen für die Hälfte meiner Manga einfach nur 10 Cent mir geben. Sind die dumm? Kann mir jemand den Discord-Link schicken? Und was geht? Oder nix, bisschen chillen, Müll. Oh mein Gott, guckt euch diesen Manga an. Das ist Blame. Hardcover. Der kostet neu 28 €. Ratet, wie viel Momox mir dafür geben will. Bodenlos. Bodenlos. Ein Zehner. 3,67 € Cent, 2 €. 3,97 €. 79. Sind die dumm? 3 €? 3 €? Verkaufst du eigentlich deine komplette Sammlung oder was? Nein, 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 nein. Ich habe heute im Anfang des Streams ein paar Manga reingezeigt, die ich gerne loswerden will. Ja, man kann auf meinem Server neue Freunde finden. Faires Angebot. Ja, finde ich auch fair. 3 € ist schon echt sehr hoch gegriffen, muss man dazu sagen. Freunde, ich gebe euch jetzt noch mal einen Einladungslink, da könnt ihr gerne auf meinen Discord reinkommen, aber ich werde euch keine Rechte geben. Also alle, die jetzt neu reinkommen, müssen sich quasi erstmal unter Beweis stellen. Ihr habt nur den Rules-Kanal, da könnt ihr die Rules akzeptieren. Und dann seht ihr YouTube Quest. In YouTube Quest könnt ihr dann bei den YouTube Quests mitmachen, ein Bild reinschicken, irgendwie aktiv sein, ein bisschen kommentieren, liken und sowas. Und dann gebe ich euch quasi die Rechte für den kompletten Discord. Weil ich will keine Trolls auf meinem Server haben. Gib mal Owner, Bro. Schicke ich gleich rum. Gefühl für Momox noch entschädigen, dass du den Manga verkaufen willst. Ja, ohne Spaß, ne? Auch das Gefühl. Also vom Gefühl her, ja. Bin ich dir ehrlich. Nini, bist du noch im Stream? Weil du hast mir jetzt noch gar nicht geschrieben. Ach so. Momox ist ja ins Game. Genauso wie GameStop, ohne Spaß. Jungs, wir müssen kurz was für meine Schule durchsprechen. Ich muss eine Präsentation vorbereiten und muss gucken,
wie viel Zeit ich dafür brauche, die durchzusprechen. Deswegen seid ihr kurz einmal mal live dabei. Ja, sorry. Alles gut, ey, du kannst gerne im Stream weiterbleiben. So ist nicht. Ey, ich will dich gar nicht loswerden. Ich dachte nur, du hast mir das schon geschrieben vielleicht. Okay, ich muss mich kurz hierauf konzentrieren, weil ich habe jetzt hier ein Skript, das ich einmal durchlesen muss. Ihr könnt ruhig zuhören, wenn ihr wollt. Es geht um, ich sag's euch. Ich dachte, du wärst gerade beschäftigt. Ich bin jetzt beschäftigt. Okay? Gut. Ich habe es noch gar nicht durchgelesen. Voll nervös gerade. Du kannst nicht wissen, ob etwas gut oder schlecht ist, wenn du es noch nie ausprobiert hast. Unter diesem Motto möchten wir euch heute einen besonders einflussreichen Beruf vorstellen. Stell dir vor, deine Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst arbeiten, wann, wo und was du willst. Du beeinflusst den Tag vieler Leute, jeden Tag rund um die Uhr. Du bringst täglich Leute zum Lächeln oder zum Nachdenken. Du hast immer einen Spruch auf Lager und kannst damit auch noch eine Menge Geld verdienen, nämlich bis zu 69.000 Euro im Jahr. Das hört sich alles zu gut an, um wahr zu sein? Ist es nicht. Mit einem Job als Glückskeksautor. Wir wissen, was ihr denkt. Wie kommt man an so einen Job? Und was muss man dafür mitbringen? Um den Job als Glückskeksautor auszuführen, braucht ihr nicht viel. Außer ein wenig Glück. Für einen Job als Glückskeksautor sind keine Vorerfahrungen nötig. Lediglich ein Schreibportfolio ist erforderlich, um diesen Beruf der voller Kraft trotz auszuleben. Außerdem solltet ihr eine Menge Kreativität mitbringen. Es gibt nämlich mittlerweile schon über 15.000 verschiedene Glückskeksprüche. Die Tendenz steigt. Also Freunde, sehr, sehr, sehr gute Sprüche droppen. Aber ein Job, den ihr ausführen kann, aber ein Job, den ich ausführen kann, wo und wann ich will, wie soll das funktionieren? Das Ganze wird Fabi euch jetzt erklären. Wir sind auf 1 Minute 20 gekommen. Das ist viel zu wenig. Ich brauche mehr Sprechzeit. Ja, okay, da sind ein paar Nachrichten. Oha, übelst geil. Was genau ist der? 96 zufällig? Ich glaube nicht. Habe ich mir auch gedacht, Tatsache. Musst du alleine vorstellen? Nein, nein, ich bin nur das Intro quasi für Glückskeksauto werden. Ja, voll der geile Job. Spaß. Oh, ich bin quasi das Intro, was dann die ganze Präsi so ein bisschen einleitet. Das ist genauso, Alter. Ich brauche 3 Minuten Sprechzeit über Mode. Einfach langsamer reden. Ja, true. Ja, die Aufgabenstellung war, man soll eine Überzeugungspräsentation machen über einen außergewöhnlichen Beruf. €20 für 5 Manga ist schon wenig, ne? 20 durch 5 sind wie viel? Pro Manga 4 Euro. Ja, ist fair, ne? Also, ich lasse mir das gerade mal ein bisschen durch den Kopf gehen, weil das wären dann 4 Euro pro Manga. Prinzipiell geht das eigentlich klar und ist fair, würde ich sagen. Ich würde aber gerne wissen, wie viel Versand du bezahlen willst, also was für eine Art Versand möchtest du haben, weil wenn du versicherten, fetten Versand willst, dann würde das, glaube ich, 5 Euro kosten ungefähr. Nee, Versand extra. Abili, kannst du auch sehen, wenn Leute eine Nachricht schreiben quasi und das nicht akzeptiert wird direkt vom YouTube, weil da war das gerade mit das Mathe-Ass. Kannst du es auch sehen? Ja, okay, gut, dann super, dass du es akzeptiert hast. Das ist sehr gut. Musste bei einer Sprechprüfung 3 Minuten reden, war nach 1:30 fertig. Ja, da same. Ich rede so unglaublich schnell. Ich rechne mal. Moin, Luke Prime, was geht? So, Freunde, es war wirklich schön mit euch. Hat mir sehr Spaß gemacht, diesen Livestream mit euch zu führen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen, Freunde. Morgen wird eine Arbeit geschrieben, eine Klausur.
Deswegen, Freunde, haut rein. War schön mit euch. Lasst gerne noch ein Like da auf diesen Stream. Teilt meinen Kanal mit eurer Oma oder wen auch immer. Und habt eine gute Nacht. Peace out an meiner Stelle.